接下来请收看大宝法王慈悲开示。关系就来这儿了，那了就能就那，你看那边也没事，啥那边路难开。关系是那边，有人家老多个日本怎么干也不好，对他都是打不打不过去，打不出去这样的。好在那边面子，我牡丹也是拿出去给说了，笑话笑话。上去说了老多细节，那边也有吧，对他你也打不出去这样的，也刚打出去弄个几天。那些老么家伙刚刚说到天津那边去给这边也，你们对吧？对他的。来给他录的女性给入门到他们给他们当主要工业了给他们这些给多大给绝对都看给的这种这种搞不明白给没办谢不明白倒没办我没办着没办他的对面的人没这个你一些人把做个生意嘛他把这老厂子了把那东西想要这个做完了嘛干嘛吧经过了工业中的事情被人遇到那种嘛吃了估计吃不完就去用不行叫了那就是些不便的这边都是用我了这把这早要那么人不接大概就不便便的说了跟这些别管的这种不送多烟我都在都是他点点别别那么连接上了다 가르쳐야 돼 Good evening, good evening, 말해 Good afternoon, sir. Oh, good afternoon. Good in town. 창원을도수야이 Thank you. 첫번째는 herzlichen guten Tag an alle, die, guten Nachmittag an alle, die hierher gekommen sind. Good afternoon to everybody. 다들인디说白的，还是英国的，人不是这样的。哎，我那真的要不是大，没说这些，妈的，看得到的。嗯，人不起来也蛮的。啊，蛮的，那就多大的。Schon wieder so ein langer Titel, von dem ich gar nicht mehr genau weiß, was der eigentlich ist. Mind training. Hard mind training.Do you love this? Compassion. Taming the mind and cultivating loving kindness. Taming the mind and cultivating loving kindness. 对了，打通吗？还是聊到底？打通吗？对了，对你，你这里。가수에다
including great British, great English la ho na kharjana ta dine niba delia ane sus de german la dra bezur chebre ta dine sumba delia german la dra bezur du chebre german jibul ta dzu jungwa ma ne mijungwe gyumzen ne ngala la sep sia me marqas singme xie yong yan min do singge min do an da de de ti xi ba de re an de xi ba de ya ngun ne sep ne da da mo che da ba ji yong do re sam sam ro shi da me yo ro shi da me da yi ne somehow suma ro da ji de re ri chung ba re an ji ji ka ro can answer the situation de da shing me singge yo ma re che za ji chen ha gu ma re ngaran do jine min da ba ji dream min da ba so ro ji chungma sibar ji da du chungma yi min du sa na na ga ba sta chungs Zunächst einmal ist dies hier, wie bereits gesagt, meine erste Reise nach Europa. Und sie ist zugleich auch das Resultat von langen, schwierigen Bemühungen. Es gab darin, in diesem langen Mühen, vier offizielle Versuche, offizielle Anstrengungen, hierher zu kommen. Beim ersten Mal von diesen vieren haben wir viele Länder mit in diesem Programm gehabt, einschließlich England oder Großbritannien, müsste man wohl richtiger sagen. Und beim zweiten Mal hatten wir dann Schweiz und Deutschland, nur wenige Länder. Und beim dritten Mal haben wir nur Deutschland beabsichtigt. Alle drei Versuche sind uns verwehrt worden. Es war nicht genehmigt und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, warum es nicht genehmigt wurde. Gründe sind mir nicht bekannt, ich kann sie auch nicht erklären. Und beim vierten Mal also habe ich schon gar nicht mehr daran geglaubt. Und ich sage das deshalb, weil wahrscheinlich die meisten hier diese Situation so gar nicht kennen. Es war so wenig aussichtsreich für mich, dass ich dachte, naja, das ist eigentlich nur noch so wie ein Traum, hierher zu kommen. Ich habe es gar nicht mehr für voll nehmen können. Und dann ist es doch geschehen. Und jetzt bin ich hier. Und das erfüllt mich mit tiefer Freude. I am very happy to be in Europe this time. And this didn't happen easily. We made 4 times officially attempts to come to Europe. First time we made an attempt to go to many European countries, including Great Britain. Second time we tried to go to Switzerland and Germany. And third time we tried to go to Germany alone. All these three attempts didn't happen. And this is the fourth attempt. And In the beginning, I didn't even have much hope that this would happen. You don't know how difficult it is. For me, it's like a dream come true. So I'm extremely happy about this.
Sind wir heute zum zweiten Mal hier in diesem Gebäude versammelt und das freut mich sehr. Der Raum selber ist hier sehr schön, sehr eindrucksvoll dekoriert durch Tankas, Rollbilder, die von dem Rigpa-Zentrum freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Und ich muss sagen, ich hätte eigentlich gerne unten in einer der Reihen gesessen und mich unterhalten lassen. Aber ich glaube, da gab es keine Wahl. Und jetzt sitze ich hier und soll etwas sagen. Und ja, ich möchte einfach nochmal ausdrücken, dass all dies, was hier jetzt möglich geworden ist, das Resultat von vielen Bemühungen ist, eine Situation, die nicht einfach zu finden war. I am especially happy that we could all gather into this beautiful hall under the guidance of the Swetcha Rinpoche, the Rigpas. Have made this very artistic and beautiful stage setting. If I had the possibility, I would have actually sat on the other side and looked up rather than being here and talking to you. Anyway, I'm very grateful that we could come together in this way, in this hall. I recognize it, or I see it as something very important and something that is precious and not easy to get. The Lojong Rinpoche sort of Lojong Lao, loving kindness. Loving kindness. Samnidi. Wenn wir hier in dieser Welt sind,
dann, weil wir als Menschen geboren sind. Als Menschen in diese Welt geboren, bedeutet, dass wir zuallererst von unseren eigenen Eltern in diese Welt geleitet wurden. Sie waren die Ersten, die uns hier genährt und beschützt und bewahrt haben. Es ging schließlich darum zu überleben. Sie waren die Ersten, die uns hier mit Liebe empfangen haben. Und deswegen möchte ich das deutlich sagen, dass genau diese Situation dieser Liebe, die uns genährt hat, etwas ist, auf das wir nicht verzichten hätten können. Etwas, das zu allem Anfang unbedingt notwendig war. We are all born as human beings, and especially for the human beings, from the time we are born, we have our survival was dependent on the love and the care of our parents. We grew up because of the love and care of our parents. And right from the time we were born, our survival was basically dependent on the love and affection of our parents. So therefore, for us, just to survive, the loving kindness is something that cannot be without. Jezan din du sane ane pamegi ngazulia da ji ngazugi chigi da shirugi pumbu samarwe di ngazulia de de tu dea di kechishu jigmoim da kechishu jigche ngazul subundi dea di bori di tole kechishu jigdi ngazul pamegi ngazulia zawate That's our team, you know, and I was a casual. 고침부처류산에 아니 코란에 자와르시다메 된게 선배 기부시다메 된게 선배지 가르쳐 롱 롱리즘을 캐리앙의 소함 야는지 무슨 도구를 차 된게 다 이제 엄시다이 원디도 Es ist sicher nicht zu bestreiten, dass das, was wir zuallererst von unseren Eltern empfangen haben, genau dieser Körper ist, in dem wir leben. Dieser Körper ist sicher zunächst das Wichtigste, was wir empfangen haben. Ein Wichtiges. Und darüber hinaus war es all die liebevolle Aufmerksamkeit, die Fürsorge, die Herzenswärme unserer Eltern, die uns genährt und begleitet hat. Es gibt sicher auch Eltern, die nicht in der Lage waren, diese liebevolle Aufmerksamkeit und Herzenswärme ihren Kindern zu geben. Und es ist so, dass diese Kinder dann infolgedessen ein schwieriges Leben haben, wo sehr viel Empfindung von Einsamkeit, vernachlässigt sein und vielen Schwierigkeiten auf sie wartet. Our parents give us our body that's made of bones and flesh. That's also one of the important gifts they gave us.
But there's another gift which is even more important, I think, and that's the gift of love and affection. And this gift, love and affection, I consider as even more important than the gift of the body. Some parents, due to certain reasons, cannot give that kind of love and affection to their child. And if that happens, then that child grows up with some difficulties, problems, like feeling lonely, not loved, unhappy, and things like that. 언젠지 그냥 예 믿지 안 올래요. 그러다 지금 당연한 거죠다. 남중 주부사만으로 다지 딱 한다야 제스디 파마 파마 상부로 지 유엠지 파마 상부지기 플레이하기 근데 인주산 파마디 에너베 가수로야 징알이야 참지 제경 제바점도 마세베기 에니야 시엘이야 아주 참지 这样的 인비네야 로비종으로디 통말 파메 대성 선발을 평가하던 중이 세상에 있는 유지식이 that's the first spiritual master 선발을 딱 하더라도 교회 신의 당부도 이 그게 방마대에서 인사 말이지 아주 아주 충중급이야 아니 방마대에서 가르쳐주시나 와단디 지금 타는지 소자 총마 춘지 주여빈 다 니게 디 가르쳐야지 아주 이게 가르쳐다지 주상으로야 가서 수수 파마 가서 다지 파마는 신기 이제 자와체 모래 뒤쪽이 다 채소라 아주 구시업당 진탄즈 모래 이제 충주네 이제 러브데 아주리아 티치로 좀 지겨하네 다음 러브 인자 디규젠 데네 간달 지 가서에 심지엔 시엔이네 가서 다지 자와줘야서 take care 그주체도 아주 심구를 시야당 대줄래 동해 대줄 동해네 겹도 대리 시야로디 파샤로디 충주이네 다 밤에 그린 데네 파샤상 부르듯이 시야요아래 제 대인비나 제 가져와다 소수이들의 스피리추얼 저니 성으로 스피리추얼 다가 가져온 주시오로디 통만된 고죽사 사람들 사변으로 약쇼디 대인 성으로 주시장이 Wenn ich an mein eigenes Leben denke, dann ist alles das, was jetzt hinter mir liegt und was ich vielleicht erreicht habe oder erreicht zu haben glaube. Letztendlich, so ist es mir bewusst, das Resultat davon, dass mich zuallererst meine Eltern in dieser Welt unterstützt haben. Es ist ihre Liebe und Herzenswärme, die mich genährt hat und hat wachsen lassen. Aber nicht nur Liebe und Herzenswärme, sondern auch in einer speziellen Form der Fürsorge, dass sie mir meine ersten Lehrer waren. Ja, es sind die ersten, die mich unterrichtet haben in dieser Welt. Und ich habe es auch andernorts immer wieder mal gesagt, eigentlich sind die ersten Lehrmeister, die wir haben, das eigentliche Wort hier ist Kalyana Mitra, das bedeutet die, die uns den Weg zum Guten zeigen, dass diese ersten Lehrmeister unsere Eltern sind. Und so war es bei mir, dass schon mit jungen Jahren meine Eltern mich immer darauf hingewiesen haben, auch im Umgang mit Kleinsttieren wie Ameisen und so, dass sie gesagt haben, auch die sind einst unsere gütigen Eltern gewesen.
und dass wir alle Lebewesen, alle Tiere auch mit einem großen Wohlwollen, mit einer Freundlichkeit sehen sollten, so wie es die Dankbarkeit wäre, wenn man, die man guten Eltern gegenüber empfindet. In der Hinsicht waren sie von Anfang an meine ersten Lehrmeister. Sie haben mir gewissermaßen eine Richtung gezeigt, einen ersten guten Impuls gegeben, an dem ich mich habe orientieren können. So in case of my own life, due to some very fortunate circumstances, I was born as a child of a very good parents. Not only did they give me lots of loving kindness and affections and treated me with great care and affection, but also that they taught me how to be kind and how to be loving to others. So I always think that my parents were my first teachers or my spiritual friends, because my parents taught me that not only we have to be kind to ourselves and other beings, other human beings, but even little, you know, living beings like insects, like ants, we should treat them with kindness and compassion like we treat our own parents. And we have to give value to their life. So therefore, every kind of my feeling of kindness, love, care for others, this kind of good habits were cultivated because of the teachings or the instructions or the examples given by my parents. So I feel that my spiritual journey actually started with the help of my parents. Trinh chú sáng ấy. Nghe cái phá mạng kìm cái Buddhist knowledge thay bá yáu rè. Thay bá chú bó yáu, tá khá tzí chí kì sá mạ rè. Thay bá tzí chí yáu rè. Yí nè yá chí ma xí nè kó ráng education bí chí tá bí ráng yé á bé yí gí rú lo xín gí rè á bé yí gí kó ráng lo xín gí mạ rè education bí chí tá yáu mạ rè. Tí tó lé tí Buddhist education tí sá bí chó rú learned philosophical education. But kya kya yoh mana? Tere hindu sana, tere jige ta kandar be kashora da jige philosophical jige tsin samar bata tsin iri basa na ta tere ke shege thongjar bishya kashora da jige ke mebi ne ya kuzhi ki kandar jige labya ati. Philosophical reason, example rupi nin thabane azu example rupi dusye ngale tembe indu sane ta digi ngale ne very touched ne go khat drip cha ya chi tre indu sane the loving kindness how to tame mind loving kindness sadisul ta chi du bet philosophical shibji xie ne tin de gwa as So
wangbu du du song, chengju maara song se. Wane, ngazwe samre na jik karwe, mi, that is karwe, knowledgeable, dikide ye jik, wangbu nombu du jik yin sam, chengdi gaare, supposed to be, right? Da yin ne, wane chene jik tuyen la, wangbu nombu ma jia che, chengju ru du maara chi, samju chengju maara chi, Yimbine unne tenegi, Karsu Ninga ham, Nilu unel to do sana, any Dubandra with the term of the chair. When Duba the Tamra Tamra Tesunda Redo and Duba Tamra Tamra, a division on the other. Cesa Tijun Zendeneta, what a thing in this Russian. Amazing Aranki Karshi, which I am Wazumda. Ich muss sagen, dass ich hundertprozentiges Vertrauen habe in das, was mir meine Eltern als die Botschaft des Buddha vermittelt haben, was ich von ihnen als buddhistischen Weg habe gelernt, das erfüllt mich mit tiefem Vertrauen. Ohne, das ist die andere Seite, dass ohne dass dies mit viel Begriffen und Gelehrsamkeit zu tun hat. Mein Vater ist des Lesens kundig, meine Mutter kann weder lesen noch schreiben. Sie sind beide nicht in irgendeiner Weise gebildete, ausgebildete Menschen. Und so hat das, was ich von Ihnen gelernt habe, nichts mit einer philosophischen Begriffswelt zu tun. Es ist eigentlich vielmehr, dass ich Sie in Ihrem Leben, so wie Sie sind, als jemand erlebt habe, der tief aufrichtig vom Herzen her für mich ein Vorbild war. Und dass sie mich durch ihre Lebensweise ganz tief berührt haben. So in der Hinsicht waren sie meine ersten Lehrmeister. Wenn wir heute dieses Thema jetzt hier haben, wie der Geist zu zähmen sei, wie wir Liebe und Freundlichkeit entstehen lassen können, dann hat das sicher auch eine Seite, die mit einem Wissen zu tun hat, worüber man sehr viel lernen kann. Und all dieses Wissen und Lernen, das man dann an dieser Stelle kennenlernen könnte, das wäre etwas, das unsere Gedanken in Bewegung bringt. Da entsteht sicher ganz viel Gedankenaktivität. Aber manchmal kommt es mir so vor, und da gibt es eben auch so ein Wort, das sagt, also das darauf hinweist, sind wir jetzt wirklich von unserer Kapazität her, sind wir wirklich schlau oder sind wir dumm? Eigentlich meinen wir doch, wir sind sehr schlau und scharfsinnig. Und die eine Seite ist doch so, dass wir durch sehr viel Verstehen ganz viele solche Gedanken in Bewegung bringen. Aber dann ist es manchmal so, dass wir trotz all dieses Wissens, dieses scharfsinnigen Wissens, es nicht schaffen, den eigentlichen Kern, um den es geht, den zu lösen. Es ist gleichsam so, als ob da wie ein innerer Knoten ist, wo wir gefangen sind in unserer Gedankenwelt und in unserem Zögern, in unseren Zweifel wie mit eingeschnürt sind und dass wir diesen Knoten des zweifelnden Zögerns trotz allen Wissens nicht haben lösen können. My parents were Buddhists and they were very devoted Buddhists. They were very devoted to Buddhism. But they did not have much education in Buddhism. My father knew how to read Tibetan. My mother didn't even know how to read Tibetan. They had absolutely no education in the Buddhist philosophy.
But what they did was something that is completely coming out of their heart. So therefore, when we talk about taming the mind or training in loving kindness and compassion, it's not only talking and intellectual understanding. Sometimes there's a saying that by doing lots of intellectual understanding and intellectual training, although your wisdom didn't grow, lots of thoughts developed. So therefore, when it comes to the crucial point, then sometimes you cannot unknot the doubts. So sometimes by this way of just understanding or training through intellectual way, the knots of the doubts can become even tighter and tighter. That is also a possibility. Due to the circumstance, due to the environment, life experience of Chevina. Nachundu Zana, Rosum Shikabia. At the Sever Chengdu. Did you Zane? Azudi Kasurata, Digoria de Dundu, Dengatula, Donga, some autumn rain. Autumn Duzulia, and the share with the Shah, Simjisel Duzana, and Azumache the Simjisel Duzane. Anadi Kashwadi Sim Jengi Say at the Dang Ma Ji Lugda Yada Dirje Dizuta Diduzane Siduzane Oreda Diduzane Kyan Shijibre Dizuzanjore Sayudi Zodi Sim Jenny Chondeva Sim Jengi Shaka Sim Jeng Marda Churadan That the Nesim Jenny Chondeva Kyanga Mataji So, was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass wir eigentlich alle, indem wir in diese Welt als Menschen geboren sind, von allem Anfang her schon durch diese Betreuung, durch unsere Eltern, alle die Qualitäten mit uns bringen, die für das Entwickeln von Freundlichkeit, Liebe notwendig sind. Wir haben diese Eigenschaften schon angeboren. Wir haben sie von klein auf eigentlich in uns, vielleicht mit kleineren
quantitativen Unterschieden, aber wir haben sie alle ausnahmslos, diese Qualitäten, schon angeborenerweise eingebaut. Und es ist mehr eine Frage der äußeren Bedingungen, die wir dann in unserem Leben treffen, ob wir diese angeborene Fähigkeit zu Freundlichkeit, zu Wohlwollen, Mitempfinden weiter verstärken oder ob wir sie unterdrücken und vernachlässigen. Um an dieser Stelle von meinem eigenen Leben zu sprechen, dann ist das in meiner frühen Kindheit, ist es mir so in Erinnerung, wo wir ein Leben als Nomaden geführt haben, dass in der Herbstzeit dies immer auch zugleich die Zeit des Schlachtens war. Dort, wo dann die Tiere, mit denen wir dort zusammenleben, die Schafe und die Yaks oder Triester, wo sie dann geschlachtet wurden. Und nun ja, das ist ein Leben als Nomade. Dort war alle unsere Überleben und unsere Nahrung und Speise abhängig von diesen Tieren, mit denen wir zusammenleben. In der Form des Fleisches, das wir gegessen haben, als Butter und als Käse. Da gab es nichts, was wir ja hier als Salat kennen, als die Vielzahl der Arten von Gemüse, Kartoffeln und dergleichen. Das war überhaupt nicht verfügbar. So gab es in gewisser Weise keine Wahl, als dass man mit und von diesen Tieren sich ernähren musste. Und wenn dann im Herbst dieses Töten der Tiere geschah, dann muss man sich das so vorstellen, dass dort dann, jetzt zum Beispiel von einem Jagd sprechen, oder dann der Mund und die Nasenlöcher zugebunden werden, fest verschlossen, und so dass dieses Tier dann nicht mehr ein- und ausatmen kann und eigentlich einen schrecklichen Tod des Erstickens stirbt, wo alle Kraft den Körper plötzlich verlässt und nicht mehr ein- und ausatmen geschieht und dann auf diese Weise stirbt. Und als ich das erlebt habe als Kind, weiß ich noch sehr gut, wie mir das einen unglaublich tiefen Schmerz im Herz bereitet hat. So eine Herzensenge und Not, die mich da überkommen hat, so eine Verzweiflung, die mich erfasst hat, wo ich dann ganz wild geschrien habe und die Leute geschüttelt habe oder so. Ich habe diesen Schmerz noch sehr lebhaft in Erinnerung. We human beings, right from their childhood, we have some loving kindness that's natural to us, that's inborn to us. However, more or less it may be, some have more, some have less, but we all have that naturally. But of course, due to the circumstances or due to the environment, this can change. If you take my own example of life, when I was very young, like when I was about 3 or 4 years old, at that time, I was living in this nomadic life, and there, during autumn, they used to slaughter animals. They used to kill sheep and yaks. Because we were nomadic people, and we had to live on flesh, meat, or butter, or cheese, and milk, and things like that, because we didn't have any of these vegetables or green things or potatoes and things like that. So we had no choice but to depend our survival on these animals. But when these animals were butchered or killed,
In our system, they used to tie their mouth and nose so that they could not breathe, and this way they died. But it used to take lots of time for them, about 1 hour to die. And then there was lots of pain and very, very kind of difficult. And when I see this, I used to have lots of pain and I kind of unbearable kindness and compassion or feeling to wanting to protect them, wanting to save them. And I used to cry and run around, and you know that people had to kind of hold me. So I had very strong feelings of affection and kindness, compassion towards those animals. Compassion and affection, the chomemnuchi. No point. I'm very weak. Due to the circumstance, environment. Recalling some of the temper of Jevinsan, and that the Kasuradaji. The Shal, Mikashi Gijitu, Karan Kala, Gashu Karins. That the Lendi Tambu Javin, Kala Gashu Shai. That in a digo that Lua Tansan and Deva Bansar. That Kala Gashu Karins to Sana, Paji Kala Gashu. Nun, wenn dies so mein Herzensschmerz war in dem Moment, wo dort Tiere zum Schlachten getötet wurden, und ich diesen Schmerz jetzt noch deutlich erinnere, dann muss ich auch sagen, dass dann, nachdem dieses Tier geschlachtet war und man das Fleisch von dem Fell löst und so weiter, dann ich natürlich auch, wie alle anderen, unter jenen waren, die dann dieses Fleisch gegessen haben. Wir alle haben uns ernährt von diesem Tier. Und da war ich keine Ausnahme. Und so habe ich dann, das war nicht das einzige Mal natürlich, und das hat sich im nächsten Jahr wiederholt. So habe ich nach und nach auch gelernt, dass
dieser Schmerz, den ich dort empfunden habe, dieses Mitempfinden mit dem Tier, das jetzt eben getötet und dann geschlachtet wird, in gewisser Weise nutzlos ist. Es ist ein nutzloses Mitempfinden zu sein schien, denn es gab keine andere Wahl. In unserer Lebensumgebung als Nomaden waren wir gezwungen, von diesen Tieren zu leben. Und so hat dann ein Prozess begonnen, wo ich dann nach und nach feststellen musste, dass dieses Mitempfinden nicht nur in irgendeiner Weise sich sinnlos anfühlte, sondern auch nicht mehr so stark und intensiv war. Es hat so ein bisschen, ist ein bisschen wie verblasst. Das ist die eine Seite, und ich habe in dieser Lebensumgebung als Nomade natürlich auch dieses viel Fleisch gegessen. Wenn man mich heute fragen würde, was ist deine Lieblingsspeise? Und Leute sagen, erzähl uns doch mal, was isst du denn so am liebsten? Das ist eine schwierige Frage, und wenn ich ganz ehrlich sein muss, dann müsste ich sagen, Fleisch. Aber ich habe seit vielen Jahren Fleisch völlig aufgegeben. Ich esse kein Fleisch mehr. Aber damit habe ich zugleich auch das aufgegeben, wo ich, wenn ich ehrlich sein muss, sagen muss, das war das, was mir die liebste Speise war. So ist es die eine Seite, dass in dieser Nomadenumgebung es keine Wahl gab. Aber die andere ist auch, dass wir mit diesen Tieren gelebt haben, und zwar bewusst alle Zeit. Da gibt es kein Grünzeug, kein Gemüse all der vielen Art, was wir haben essen können. Wir mussten mit diesen Tieren leben, und sie waren uns unglaublich wertvoll. Sie waren unsere Freunde zugleich auch. Wir haben ganz viel Freundlichkeit und Fürsorge für diese Tiere empfunden, und jedes von ihnen hätte uns gefehlt. Und so haben wir im Umgang mit diesen Tieren auch eine Herzensfreundlichkeit gelernt, die sich auch auf alle anderen Arten von Tieren erstreckt, auf alles, was lebt in dieser Welt. Und daran kann man auch sehen, dass die Fähigkeit, die grundsätzliche Fähigkeit zum Mitempfinden, etwas ist, das sich durch ein Üben, ein mitempfindendes Üben mit anderen Lebewesen vermehren lässt, was sich durch Lernen und Schulen weiter in unserem Herzen verbreiten kann. Although I made lots of scene while, you know, killing those animals, but after they made the meat and the meat was served, then I was very much among those who ate the meat. Maybe I was one of the main people eating those meats. So this kind of compassion, I think, is a little bit pointless, very weak kind of compassion. Only 6 years from now, I gave up eating meat. And if you ask me, what is the food that you like most? If I am frank, I would say meat. Still, meat is the most kind of favorite food for me. But I don't eat meat now. And then if you ask, what is your favorite food now? There's almost nothing. But right from the beginning, all of us, you know, we have this natural love, natural loving kindness. All of us love something, the small animals, like small, you know, dogs or cats or birds, or, you know, we care for them, we love them, we adore them. It's very loving. This is something very natural
in all of us. What we have to do is just to increase that, just to expand that kind of feeling of love, affection, adoration, kindness to all the people. We have this kindness or loving to only a section of beings, to certain beings alone. And so therefore, we need to extend that or enlarge, extend that loving kindness to all the beings. And without, you know, that this kind of loving kindness arises naturally, not something that through changing things or through trying to creating, but that natural and uncreated, or that loving kindness, affection. And I think that is the most important thing. The most important thing is to try to extend that feeling of love and affection that we naturally have to more and more beings, to more and more widely. Great Nation, the German Gita, Gigabsembo, the Narole, Azuta, Devil Luyu Narolea, Azulici, Kashre. Ninji Mebam, lack of loving kindness, Ninji Mebe Kunzentene, Kandar Miriliada, Kashrezi. Switch off on chair. This is not my business. World killers, somewhere. Zambulingida, Munaji Kashre. Gensha Hoshimbo, then a malaria sarada. And Dana Singiji, poor Jig, so you can give me an Jia, chut is Yabu mea with Jagatone, the Kayamabish Chedi are it. Dana Jing, pollution, air pollution in the toilet.